den Titel rausgenommen. Ja, ich fand den blöd. Herzlich willkommen übrigens zurück zu Perfect World New Horizon. Horizon? Ach, ich lerne das nie. Und ja, die Wanderung zum Mond ist auch wieder da. Ich habe meinen Titel rausgenommen, weil ich den scheiße fand. Ja. Und Dorf oder Ying Song möchte seine Quest abgegeben haben, die Akku-Check ja im Hintergrund für uns gemacht hat. Ah ja, stimmt, genau, die hatte Akku-Check uns im Hintergrund gemacht, deswegen mussten wir gar nicht die Monster töten und ich weiß gar nicht, wer jetzt vorlesen muss eigentlich. Also ich war der Bettler und Felina, also bist du Dorfbewohner Ying Song gewesen. Der Gentleman. Jetzt bin ich erleichtert. Das ist fantastisch. Was hat wow. Denn eigentlich doch mal? Und wir haben letztens gesagt, nein, wir geben die beim nächsten Mal ab. Ich habe nur Felina noch mal reingehört gehabt, weil ich ja einen Soundcheck machen musste noch wegen Rändern und Hochladen, aber... Achso, wir müssen jetzt noch das Notizbuch und die Kamikaze-Bambus. Miu, miu. Nochmal Auto-Routing. Gehst du zum Kamikaze-Bambus, oder? Oh, tolles Auto-Routing. Achso, bist du auch gegen den gelaufen? Nö. Wieso laufe ich dagegen? Weil du ein... Wuchs bist, weil Wohin du Ari bist. Wohin müssen wir denn? Nutz deinen Charme. Ja. Ich glaube, der Charme funktioniert aber anders. Möchte ich mal an dieser Stelle sagen. So, ich glaube, das geht mit dem Fliegen ein bisschen leichter. Ich schaue gerade noch auf den Weg, der zu gehen ist und denke mir, ja. Weißt du hast Kamikaze-Bambus. Haben wir uns gar nicht als Freunde geaddet? Wir sind keine Freunde, wir sind nur Let's Play-Partner. Hä, aber wir hatten uns doch dran, aber ich hab dich gar nicht in meiner Liste mehr drin. Bist du überhaupt da? Ich hab hier niemanden drin in der Liste. Maske. Strange. Oh mein Gott! Maske hat auch Freundschaft. Nein! Oh mein Gott, na, nee, möchte ich die als Freund haben? Nee. Merkwürdig. Hä, aber wir hatten uns, ich lade dich doch in immer. In dem noch nicht, mit den anderen, aber mit denen glaube ich noch nicht. Ich war mir zu begeistert. Wahrscheinlich. Ich möchte das auch alles einsammeln, bevor der Typ das einsammelt. Okay. Oh, ist eine Frau, Entschuldigung. Ist das nicht so, als dieses Auto-Routing, ne? Hauptsache wieder hier rein. Müssen wir jetzt die Schweine töten? Was hat das mit Kamikaze-Bambus zu tun? Schneeweiß, das ist Schneeweiß, aber Schneeweiß hat doch Felinas Notizbuch. Aber ich hab doch auf Kamikaze-Dings gedrückt. Jo, ich auch. Bäm! Kann ich das jetzt einsammeln? Ja. Total logisch. Naja, aber ja, wir haben jetzt Felinas Tagebuch. Was ist das? Und das ist jetzt bei Kamikaze-Bambus dann? Moment. Bist du immer noch nicht mit dem Schwein fertig? Doch. Ach, der wollte einen Bambus haben. Kann man Bambus am Klicken machen? Ich geh mal zu dem Bambus da vorne hin. Auto-Routing, helf mir. Ach, man kann die anklicken! Welche? Ach, da! Ach, die mit Namen! Wir sind zu groß! Boah, aber das habe ich jetzt gar nicht gesehen! Wir sehen den Bambus schon lauter weiblich. Bambus nicht, ja. Wir wollten doch schließlich da die Bambus haben, um ihn neben sich aufzustellen, weil er ein integrativer Bewohner ist. Oder so. War das der Bettler? Ja. Okay. Ich fand's den Bettler so toll, dass wenn Deutsche so wären, ja, dann wäre Deutschland schon besser. Ach ja, stimmt. Weil er sich integrieren will. Er möchte kein Essen, er möchte nur einen Bambus. Ach ja, stimmt. Sehr gut. So lobe ich mir das ja auch. Auf zur Nachtkirche. Ich bin jetzt einfach mal runtergesprungen. Schön, dass es in diesem Spiel kein Fallschaden gibt. Fallschaden gibt, sonst wäre ich jetzt doof. Ach ja. Das war mein Lieblingstitel immer noch im Warhammer Online. Stütze sich 10-mal von der Klippe und erhalte den Titel. Ah! Das ist ein geiler Titel. Bist du jetzt bei dem Penner? Mann, ey, ich bin bei Felina und du bei dem Penner, oder was? Oh, warte, ich komm zum... Nein, ich komm jetzt. Bleib da. Ich bin schon auf dem Weg. Bleib. Das ist auch ein Bild, ne? Der Penner und die Braut. Ja, passt. Du hattest den Bettler jetzt gelesen, ne? Dieser Bambus ist perfekt. Vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Oh ja. Wo ist der Bambus? Ha? 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 Was hast du mit ihm gemacht? Der hat doch einen Bambus in der Hand. Ja, weil er wollte einen zweiten haben. Ja, vielleicht ist es sein Austausch-Bambus und jetzt hat er halt, also... Das war ja auch meine. Ja, ja, das weiß ich. Ihr habt mein Taschenbuch, Miu. Fantastisch, ich bin ja so froh, Miu.
Schneeweiß ist ein rosa Schweinchen und nicht gefährlich. Blöde Katze. Möchte jetzt endlich der Dumme, ja, möchte mit uns kommen. Sushi, was ist Sushi? Sushi, Sushi, gib mir Sushi. Der warst du. Ja. Fühlt ihr euch nicht auch viel besser, nachdem ihr jemandem geholfen habt? Hast du es gelesen, wie es heißt? Low Host und der gute Gott. Und der gute Gott mit D geschrieben. Ihr hattet recht, ich fühle mich nun sehr zufrieden. Schön. Haha, ich bin nun bereit, nach Perfect World zu gehen und den Leuten dort zu helfen. Großartig, immer weiter so. Yay! Yes. Oh, er applaudiert sich selbst. Was? Das ist gar nicht ja. Cool. Sag sonst hätte er sich selbst applaudiert. Hm. Und nun? Ah, oh, der hat noch eine Quest. Noch eine. Streitendes Götterpaar. Ich mache mir wirklich Sorgen wegen den beiden. Wer sind diese Kerle? Welche Kerle? Über wen? Bihüter und Quaihüter sind ein Paar. Sie streiten sich wegen einer Nichtigkeit. Bihüter hat seit 3 Monaten nicht mehr mit Quaihüter gesprochen. Wenn das so weitergeht, wird einer von beiden nicht zu Perfect World gehen. Ich kann euch helfen, sie wieder miteinander zu versöhnen. Kleiner Blick, weißt du, was ich vergessen habe, diese dumme Stoppuhr anzumachen? Ja, ich habe, glaube ich... Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind bei 5 Minuten. Gut. Aber sind das jetzt beides Männer? Sind das wirklich Homosexuelle? Weil der eine bi ist, oder? Nee, weil irgendwie... Weil wir gefragt haben, warum streiten sich die Kerle? Stimmt. Sind das wirklich Schwule? Das wäre voll krass, irgendwie in so einem asiatischen... Hüter ist weiblich. Oh, bei Boys. Vielleicht sieht sie auch nur aus wie... Manns-Vibe. Manns-Vibe. Auch wenn wir alt geworden sind, werde ich mich immer noch dran erinnern, wie du ausgesehen hast, als du mein Herz berührt hast. Streitendes Götterpaar. Wie kann man euch nur dazu bringen, mir zu verzeihen? Ihr seid im Streit mit Bihüter, was ist der Grund? Ja, nochmal anklicken. Götterliebe. Oh Gott. Johann hat Bihüter gegenüber erwähnt, dass die Liebe eines Partners ewig andauere, wenn dessen Name auf einer dieser geliebten Puppen geschrieben und diese Puppe dann begraben würde. Daher bat sie mich, damals 2 dieser Puppen von Johann zu besorgen, aber ich hielt das Ganze für Unsinn. Wir waren schon seit 2000 Jahren zusammen. Wofür also noch eine Zeremonie? Als ich ihr meine Meinung dazu sagte, wurde sie wütend und zerschnitt die Puppen. Ach, unsterbliche Frauen werden in der Liebe zu Narren. Hallo? Hallo? Isa, warum sagst du sowas? Ich weiß auch nicht. Wir sind unsterbliche Götter. Vielleicht war sie deswegen besorgt. Sie fürchtete, dass wir eines Tages einander nicht länger lieben würden. Nun bereue ich natürlich, was ich damals gesagt habe. Ich wünschte, Johann könnte mir ein neues Paar geliebter Puppen anfertigen. Aber sie sagte, wir müssen als Paar zu ihr kommen. Was nicht möglich ist, solange Bihüter immer noch wütend auf mich ist. Warte, ich kümmere mich darum. Ja, die 2 Meter kann er auch selbst nicht laufen, oder was? Nehmen wir dann zu Johann. Achso, ja, stimmt. Wo ist denn der Johann? Gut, wir sind seit 2000 Jahren zusammen und jetzt kommt irgendeiner und erzählt was von Puppen und schon sind die auseinander. Ja, wirklich, einfach nur so lächerlich eigentlich. Aber das ist tatsächlich so, boah, ey, wieso renne ich eigentlich gegen jede Scheiße bei diesem Autorouting? Ich gehe einfach zu Fuß und folge dir. Guck dir das mal an! Alter, so. Ein Autorouting ist irgendwie, das hat mit Felina ein bisschen was gesoffen, oder? Ja, wahrscheinlich. Was wollte ich denn sagen? Aber Pärchen sind. Fürchte, wir haben ein Problem. Warum? Ach ja, ich habe dir gesagt, ich glaube, ich kenne diese Brücke. Ja, ich erinnere mich. Aber es war eine andere Brücke, glaube ich. Nein, es war nicht die, es war die Brücke. Das ist die mit dem Schirmchen oder? Hey, da steht sogar Nummer 13. Hallo! Was du Frauen für die Quest? Johann, Vergebung hängt vom Grad der Liebe ab. Je mehr man jemanden liebt, desto leichter vergibt man ihm. Götterliebe. Ich weiß, wie ich euch helfen kann. Auch wenn das wie Betrug anmutet, will ich doch nicht zusehen, wie ein Paar auseinanderbricht. Ich will, dass ihr auf die Brücke geht und dort jemanden von anderem Geschlecht küsst. Warum auf der Brücke küssen? Habt ihr davon etwa noch nicht gehört?
Es ist eine bekannte Legende. Wenn ein Paar auf der Brücke steht und beide sich küssen, wird ihre Liebe für ewig anhalten. Sie werden sich sogar im nächsten Leben wiederfinden. Ich darf keinen Fehler machen, sonst wird mein Leid nie enden. Oh, warum denkt ihr immer zuerst an euch? Anderen zu helfen kann nicht warten. Ein Paar auseinanderbrechen zu lassen, ist schlimmer als einen Tempel zu zerstören. Setzt euch in Bewegung und rettet diese 3000 Jahre alte Beziehung. Ich dachte 2000. Was, 3000? Ihr habt recht, ich finde schon jemanden. Liebesbrücke. Der Legende zufolge wird die Liebe eines Paares, das sich auf der Brücke... Ja, er hat sich bewegt, vielleicht hilft er uns. Der Brücke küsst ewig anhalten, Entschuldigung. Das sind wir, hier ist meine bessere Hälfte. Küsst euch nun auf der Brücke. Zunächst muss einer der anderen zu einer Umarmung einladen und dann muss einer auf Küssen klicken. Ich hasse Macht ihr das. Euch immer über mich lustig? Jetzt steht er da. Yo! Wanna kiss? Wanna have? A kiss? Boy! Ja, das ist natürlich eine sehr geile Quest. Also, ich finde es sowieso scheiße. Man muss auch nicht einen Fuchs unbedingt knutschen. Ich habe auch ein Schwindchen. Küss Ari, los! Komm schon. Warte, also, wir probieren. Ich hoffe, der ist da, der Typ. Umarm. Nimm es an. Sag mal jetzt nicht, der Typ ist AFK, ey. Du hast dich gerade bewegt, du Penner! Das war die Maus, es war die Katze, die mit der Tastatur gerannt ist. Das wäre lustig, oder? Das wäre scheiße für uns, aber es wäre lustig. Ach komm schon. Ich will mit dir knutschen. Die schnellste Erstellung eines männlichen Klerikers hier hinfliegen lassen, oder wie? Huh. Das ist doch... Jetzt wäre so ein Horn gut. Someone to kiss! Kann ich... Ach, das ist so blöd. Wie machen wir das denn jetzt? Sollen wir mal gucken, ob... Da! Nimm an, Blödmann! Aber der Spawn... Die Quest ist voll doof eigentlich. Jo. Ist es gerade auf Suche oder wie? Ja. Ich guck mal, ob bei Nachtkirsche ein Typ ist, der uns fährt. Worüber lachst du denn jetzt? Einfach nur, wenn ich lasse, so diese gibt's ja irgendwo einen Typen! Mann! Im wahren Leben gibt's irgendwelche Typen. Hier! Gold. Was? Frauen? Nein, hier sind zwei Frauen nur. Ey, das gibt es doch nicht. Bist du auch eine Frau da unten? Ich glaube schon. Ja. Aber ich glaube, das ist die Freundin von dem anderen Typen, der da auf der Brücke steht, weil die in der gleichen Gilde sind. Oh, das ist kacke. Ich habe aber gar keinen Bock, jetzt noch hier ein Männchen zu machen und da hinzufliegen für so einen Scheiß. Was macht man eigentlich, wenn man das Spiel komplett alleine spielt und ich sag mal in dieser Gegend nicht mehr los ist? Bleib ich dann hier stecken? Das haben die echt scheiße gemacht. Kann man nicht einfach. Wir gehen davon aus, dass immer Pärchen dieses Spiel zusammen spielen. Ja, ist klar. Nur wenn man heiraten kann oder was? Runter mit dir! Runter mit dir! Los! Und wieso kann man das nicht mit. Wanna kiss? Ich bin nicht penetrant. Wieso hast du nicht gesagt, die ist ein neuer Typ, mit dem ich rumflirten kann? Ich stand die ganze Zeit bei ihr da auf den Schirm drauf. Echt? Den habe ich nicht gesehen bis dato. Schön da weg. Ja, ich darf schon nicht mehr schreien, weil ich am Spammen bin anscheinend. Mein Gott. Jetzt nimm die Scheiße an und lass uns rumknutschen. Ist der blöd?
mal kurz einen Cut machen? Warte, nein, das geht mir nicht. Das ist ja auch der letzte Arschloch. Das ist doch nicht sein Ernst, oder? Das ist ein Penner einfach. Komm wieder her, schwör ich dir. Ich glaube, ich hab ihn jetzt. Mein Gott. Was denn? Ich glaube schon. Mal gucken, ob er das jetzt mal endlich annimmt. Ich glaube, ich habe den schon 5 Umarmungsanfragen geschrieben. Auf jeden Fall ist er ja wieder anscheinend da. Ich muss das jetzt erst mit seiner Freundin abklären, ob er das darf. Boah, ey, ich habe auch einen Freund. Ich finde das auch gerade scheiße. Ja, ich hätte das im Kotzen, aber es ist nur ein Spiel. Es passiert nichts. Freundin sagt nein. Der macht mich ein bisschen wütend, der Typ. Wir haben gar keine Quest, ne? Ja, du hast da unten rechts so einen Button, der heißt Küssen. Und er umarmt erst eure Liebe. Wieso kann der... Can you accept it, please? Alter. Zu doof zum Scheißen, oder was? Alter. Noch mehr Frauen, guck yeah. mal. Yay! Wenn die das jetzt machen, dann raste ich aber... komplett aus. Boah. Wieso kann er das denn nicht einfach annehmen? Was ist denn daran so schwer? Das ist einfach dieses blöde Fragezeichen, das da aufplöppt. Einklicken, auf Ja drücken, küssen, fertig. Das merkt ein anderer Kerl. Den probiere ich jetzt. Eine Schlampe, ey. Alter, kann doch nicht wahr sein. Meine Aktion ist noch in Abklingzeit. Boah. Oh. Nimm spam den mal zu. spam. Ah, yay! Toll! Das ist unglaublich! Er spammt gerade diesen Knopf. Ja, ich hab's geschafft! Woo! Und jetzt? Okay. Oh, thanks! Okay, ich... Boah! Letzte Drecksquest. Entschuldigen wir uns erstmal in aller Form bei unseren Freunden. Also, ne? Ne, das ist jetzt... Das war nicht... Ich bin dazu gezwungen worden. Wir hatten keine Wahl! Das ist alles... Männer haben uns dazu gezwungen. Nicht so als auf unschuldige Frau halt machen, ne? Okay, also, kleiner Kerl. We did it. Warst du die, ne? Ja, gute Arbeit. Danke! Danke! Was gibt's? Yo, was ist los? Alter, diese geliebten Puppen sind wundervoll. Ich kann sie aber im Moment nicht abgeben. ihr habt euch also über mich lustig gemacht. Warum? Einen Moment. Egal, was sie sagen, ich bin eine fähige Person und ein Freund. Kein Wunder, dass sie sich lustig gemacht hat, was für einen Aufwand ich hier gemacht habe. Also bitte. Ich bin eine fähige Person und ein Freund von Bihüter und Quaihüter. Ich kenne ihre Pflichten in dieser Welt. Ich habe aber einige Wraith in dem Fluss entdeckt. Sie sind zwar nicht besonders stark, doch könnten irgendwann jemanden mal einmal verletzen. Das steht da nicht so, aber egal. Gut, ich kümmere mich um sie. Oho. Wenigstens können wir jetzt was töten. Ich bin so glücklich darüber. Oh mein Gott! Ich kann nicht töten, ich muss looten. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tut mir leid, ich kann das nicht. Ich kann da nicht widerstehen. Siehst du das? Warum ich nicht widerstehen kann zu looten? Warum? Ich bin gerade nicht da in der Nähe. Dann komm mal her zu mir. Ich bin gerade dabei, Fische zu töten, tut mir leid. Oh, okay, Quest beendet. Jetzt kannst du auch herkommen. Nein, ich muss looten.
Ja, was, guck dir das mal hier an, das ist ein Loop-Paradies für mich. Ich möchte mich da reinwälzen. Oh, jetzt kannst du. Ein Fisch ist die ganze Zeit dabei, mich anzugreifen. Ich krieg irgendwie so einen Schaden. So. Sind die und im nächsten Part sehen sie Isa lootet noch immer. Ach, sind wir schon gleich so weit? Sind wir eigentlich gleich so weit? 14. Minute, seit ich die Uhr angemacht habe. Dann müssten wir gleich, glaube ich, so sein. Sag mal bei 15 Bescheid, dann müssten das 20 ungefähr sein. Ja. Haben die ganze Kussquest vervollgebracht. Aber wir mussten uns keine Twinks machen, das ist schon mal viel wert. Ja. Okay, ich hab einen Widder erhalten. Oh mein Gott. Oh, da ist ein Widder! Oh mein Gott, ich will den Widder. Ey, das ist Zwillinge, das ist oh, ich hab auch einen Widder. Ich hab einen Stier und einen Widder. Ich hab noch keinen Und du Fisch. Hast den Widder erhalten, ne? Ja. Yeah. Und die Zwillinge hast du auch bekommen. Ja, yeah, alles meins. Alles Botzi. Das ist unseres. Guck mal, da sind nochmal Zwillinge. Zwillinge! Okay, ja. Ich finde irgendwie mit dem Kleid zu schwimmen, das sieht ein bisschen seltsam aus. Was meinst du, wie schwer das eigentlich ist? Also eigentlich müsstest du so wie so ein Stein am Grund hängen. Ey, okay. Alle schon tot, ne? Ja, ich weiß. Ich gehe jetzt hier nur auf meinen Flugmount und beende die Folge und dann bist du dran. Jo, dann muss ich gleich mal eben kurz reinhören, ne? Ja, kein Problem. Bei mir, wir sehen uns also okay, gleich wieder. Ich weiß nicht, ob die Anne noch aufs Schussbild möchte oder nicht. Ich bleib jetzt hier oben hängen. Aber ich glaube, da kommt sie gerade. Vorsicht, Pferd auf dem Kopf. Pferd auf Schwert. Pferd auf Schwert. Oh, warte. Das krieg ich hin. Bleib einfach so. So. Ja. Sieht doch. Ja, passt. Gut aus, passt. Bis zum nächsten Mal, würde ich einfach an der Stelle sagen. Bis dann.